SGT Spider-Kill präsentiert das Projekt Banjo-Kazooie Slowly Edition. So Leute, es geht weiter mit Let's Play Banjo-Kazooie. So, ich beeile mich, dass wir loslegen können. Gut. Augenblick, ich muss noch schnell nicht was machen. So, gut. Dum 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 dum. Still. Hässliches Kind. Hässliches Kind. Alles klar. So. Heute werden wir die 50 Noten sammeln, um die Tür aufzumachen. Wir sammeln so viele Noten, wie wir können. Heute wollte ich euch gerne mit zwei nochmal reingehen. So lange wollten wir hier erstmal nicht bleiben. Das sind 55 Noten. Ich sehe hier aus wie aus der Höhe. In meinem Bett, da tanzen Flöhe. Ich kann es gut vorlesen, aber okay. Willkommen im Yamata. Jetzt beginnt die pure Qual. Alles klar, Gunther, alles klar. Alles klar. Sehen wir, was wir hier brauchen. Ohne weitere Noten ist der Durchgang streng verboten.
Ja. Dann werden wir mal ein bisschen umschauen. Mal sehen, was hier so Schönes gibt. Und hier ist auch noch so ein Schalterchen. Gleich geben wir mal eine wertvolle oder eine lustige Sache. Hallo, meine Lieben, ich bin Brantilda. Brantilda ist die Mutter Schwester. Ich möchte euch helfen. Es wird Zeit, dass man der alten Schachtel eine Lektion erteilt. Ich weiß alles über Brantilda und werde euch bei jedem Treffen drei ihrer miesen Geheimnisse verraten. Vergesst meine Hinweise bloß nicht, denn ihr werdet sie noch brauchen. Drückt B, wenn ihr etwas über Brantilda hören wollt. Okay. Wisst ihr, dass Brantilda eine tote Ratte unter ihrer Hexenkluft trägt? Okay. Sie hatte auch einen schrecklichen Hund, der Waldi hieß. Wahrscheinlich Ripper. Meine Schwester singt in ihrer eigenen Band Brantildas Kesselreiher. Schreckliche Musik. Fettige Haare stören sich nicht. Warzen schmücken mein Gesicht. Ich bin eine rote Feder. Wenn Kazooie das Fliegen gelernt hat, werde ich dabei behilflich sein. Und was ist hier? Welt 4. Krass. Krass. Ja, braucht man Welt 2 ganz dringend viele. Erstmal ist erkundigen, Leute. Okay, gibt's dreimal Brantilda. Alles hier Schönes. Oh. Gibt's hier hinten irgendwas? Ein extra Candy Crush Leben. Hier gibt's nix.
Ein versteckter Mumbo-Schädel. In der Hexenschule war ihr Spitzname Adlernase. Okay. Der Lieblingsgeruch der alten Warzenfratze ist schwitzender Affenfuß. Okay. Man behauptet auch, ihre Lieblingsfarbe sei blutorangenrot. Grabsteingrau war besser, aber an anderen Spieler stand. Okay. Was ist das für eine Welt? Ich tue es so, als wäre ich blind. Kann man kaum lesen. Click Lockwood. Oh, wie schön leer das Bild auch ist. Gleich meldet sich Contilda wieder. Ihre hannibalistischen Vorstellungen. Ja, so sieht's aus. Alter, Leute, wir müssen Cut machen. Ich werde mich ganz bitter rächen. Und die Stäbchen euch zerbrechen. Wenn du meinst. So Leute, dann bis zum nächsten Part.